Hi, Homage immer noch verfügbar. maxclothing.de. Herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Leute, ich sitze hier zusammen mit Baba E. maxclothing.de ist mein Name. Wir spielen heute nochmal eine Runde von Songs an Emojis erraten. Und das habe ich zum allerersten Mal mit Jana gespielt. Heute spielt das Ganze aber gegen Sebastian und wir haben uns gegenseitig 6 Songs überlegt, beziehungsweise 12, weil für Sebastian nehmen wir das gleiche auch nochmal auf. Dann zeigen wir uns jetzt gegenseitig nacheinander, wie wir einen Song in Emojis ausgedrückt haben, beziehungsweise der andere müssen raten, was das Ergebnis ist. Los geht's. Schick mir den ersten. So, hier kommt dein erster Song. Ratet, wie gesagt, sehr gerne mit. Könnt irgendwie in die Kommentare schreiben, was es ist. Auge auf Typen wiederholen. Kein Auge oder ich wiederhole. Ja, Mann. Das ist so weird. Was könnte das sein? Ich hätte gesagt, all eyes on me, aber das... All, dann müsste aber irgendwie all stehen. Da müssen ganz viele Augen stehen. Dieses Wiederholungsding ist irgendwie komisch. Was heißt denn wiederholen auf Englisch? Rewind. Oder... No, was ist nochmal? Again. Ja? Nein, nein. Ja, ich wollte schon sagen. Guck mal. Wem sieht der Typ ähnlich von allen Leuten, die hier im Raum sind? Keinem. Dir? Der ist dunkelhäutig, Mann. Ja und? Aber der hat braune Haare. Hä? Das ist doch nicht so schwer. Ich guck dich an nochmal. Ich verstehe es nicht, Leute. Habt ihr das? Deutsch? Englisch vielleicht? I look at you. Repeat. Repeated version. Läuft so fünfmal hintereinander. Nein, das ist so nochmal aufgenommen, aber in schlechterer Qualität. Hey, Junge! See? Matt? See Matt again. See you again. Ja! See you again, oh. Ja, ist doch klar, Digga, dass du das bist. Das you ist ja überschlecht. Warum? Naja, vielleicht fandet ihr es ja gut ausgedrückt. Ich schicke dir mal meins, auch ziemlich schwierig. Bitteschön. Candy. No. Candy paint. No. Sugar. No. Lollipop. Lil Wayne. Yeah. Der Legend Dolly Dot. Lolly Dot. Okay, aber du weißt jetzt schon, wie ich Personen beschreibe, wenn ich auf irgendwelche Personen anspiele, ne? Okay, dann kriegst du jetzt das hier. Okay, ja. Oh, du hast geschickt. Was sagst du dazu? Who called me? Who called me shit? Who called me shit? Richtig. Call me maybe. Ja, Digga, jetzt. Von Carly Reifen, mein Carly Reifen. Genau. Genau diese. Das war nicht schlecht, das war nicht schlecht. Das war okay, oder? Ja. Wenn du ungefähr mal so verstanden hast, wie ich Leute so beschreibe oder wie ich auf die anspiele, dann verstehst du es auch, ne? Das ist die Frage. Kommt er darauf? It's everyday, bro. Richtig. Nice. Ich dachte, das ist Merch, Geld. Das ist halt das Gott-Shirt. Selling like a God-Shirt, natürlich. Da wird man gar nicht so sehr drauf gekommen, aber Kirche, das ist halt eine God-Shirt. Das ist halt das God-Shirt-Emoji. Also, das ist auch vollkommen klar. Okay, Digga, jetzt habe ich was für dich. Da wirst du wahrscheinlich wieder ausrasten, weil es so seltsam beschrieben ist. Aber hier. Yo, what? Wiederhol. Fahr runter, Welle. Ist es das? Das hat einfach nicht zugehört. Ja, genau das ist es. Oder Englisch, repeat, fall down, wait. Ja, das war die englische Version. Genau die war's. Ja, was ist es? Was könnte es bedeuten? Was könnte diesmal? Wo ist fall down, wait dabei? Hä, wie beschissen ist das denn geschrieben? Das ist voll gut, Mann. Aber bedenk mal, da ist das 1 nicht dran. Also es ist nicht repeat, sondern das ist... Austauschen. Nein. Was ist denn dein Austauschen? Wie dumm macht er das denn? Voll gut, Digga. Was ist das hier? Drehen. Oder, was noch? Wie nennt man das noch so? Ein Ball, wenn der über die Straße... Rollen. Ja. Roll runter. Runter. Ja! Ja, du hast schon richtig gemacht. Nee, okay. Man rollt dreimal, fällt fünfmal runter ins Meer. Hä, hey, was kann das denn sein? Wo rollst du denn? Rolling in the deep. Ja! Nochmal Glück gehabt. Du kriegst nächste. Diesmal ist es auch ein bisschen schwieriger. Okay. Bam. Gucci Gang. Nein, guck doch. Gucci Gang. Immer noch falsch. Man gab natürlich Grund zu glauben, dass es Gucci Gang ist. Ich habe aber eins hier eingekreuzt. Kreuz 2. Hä? Hast du eine Idee? 12? Fuck 12? Nein. Yeah. Ja, genau. Hast du vielleicht Gucci Mane Song genommen, oder? One cross two. No. Today no. Tomorrow maybe. Also was weiß ich, Mann. 1 kreuz 2. Ja. Ja, das ist so eine Scheiße, hä? Ich gebe dir einen Tipp.
Spanisch. Una cara das. Nochmal? Una cara das. Sag einfach nur mal, was du siehst auf Spanisch. Uno. Dos. Ich bin. Ich? Verstehe ich langsam. Bist du scheiße, Alter? Was der kann? Bist du. Junge, wie scheiße bist du? Numero uno von Apo Red. Wie scheiße bist du, Alter? Alter, du mir auch mit Rolling in the Deep. Das war voll gut, Alter. Viel besser als 1 Kreuz 2. Aber Lollipop und Gottschalk, es war mein schlechtestes. Numero uno. Was? Ich hätte noch spanische Flagge machen müssen, hättest du es vielleicht erraten. Nein, du hättest irgendwie so einen Typ mit so schwarzen Haaren oder rote Schuhe oder irgendwie sowas machen müssen. Und dann das. Aber 1 Kreuz 2 hat Aufhörung. Okay, hau du als nächstes raus. Digga, die nächste Nummer ist wieder ein bisschen schwieriger von mir. Nein. Lach. Lachen. Smiling, laughing. Almost all the time. Genau, es ist smiling, laughing, almost all the time von Mark Ronson. Ja, smile. Ja. Von wem? Und Handy, was ist es denn? Bruno Mars. Hat der Lisa Smile? Nein, was ist es denn? Ein Smiley. Ja. Smiley. Wahrscheinlich ist es wie Smiley, oder? Keine Ahnung. Vielleicht ist es wieder mal Emoji, kann es sein? Keine Ahnung, Alter. Also komm. Smiley Face. Komm schon. Da kann man echt drauf kommen. Es ist auch einfach nur ein Wort. Aber wenn das Wort nicht irgendwie Smile, Smiley oder sonst was ist, wie soll ich denn da drauf kommen? Ist der gerade traurig? Nein, ich habe nur Smile gesagt. Happy. Ja. Yeah, man. Next. Leute. Das war beschissen. Wieso ist es beschissen? Ja, okay, er ist happy, ja, doch kann man schon erraten. Ja, oder? Kann man draufkommen. Ich habe den gleichen Song gewählt und den genauso umschrieben, Alter. Das ist. Noch ein Tanz, die Dame? Das ist unverleicht. Das ist natürlich One Dance, Digga. Von Drakenen. Von One Dance von Dreger. Das war genau das, was als nächstes bei mir kam. Das muss ich jetzt löschen, warte. Nice, da musst du dir noch spontan eins überlegen. Aber das ist halt auch einfach zu einladen, ne? One Dance ist halt einfach Jackpot. Ich glaube, das hatten wir auch beim letzten Mal schon. Alles klar, für den nächsten Songtitel habe ich mir was rausgesucht, was wieder eine sehr komplexe Kombination von Emojis ist. Siehst du hier? Hi. Hello. Hello. Welches von den drei? Hello. Wie willst du es betonen? Hello oder? Hello. Oder hello. Ja. Ja, hello. Von Adele. Von der anderen Seite. Okay, das war einfach. Hello von den anderen Seiten. Ich gebe dir das nächste. Ich glaube, das wirst du genauso schnell erraten. Und here you go. Oh, scheiße, eine Tanne. Oh, scheiße, eine Tanne. Ach so. Junge, was? Das Gesicht. Ach, du hattest das noch gar nicht gerade. Nein. Oh nein. Junge, das Gesicht soll für O stehen. Du hast gerade selbst O gesagt, als du es artikuliert hast. Ja, aber oh, scheiße, eine Tanne, habe ich mir gedacht. Du wärst nicht drauf gekommen. Was SK ist es? Ja. Was ist es, Junge? Blesse uns, bitte. Das ist ganz einfach. Oh, scheiße, Digga. Eine Tanne. Digga ist falsch. Oh, scheiße, eine Tanne. Oh, scheiße, eine Tanne. Okay, nee, ich würde sagen, dann ist es einfach oh, geschmückter Weihnachtsbaum. Auch falsch. Oh, Tannenbaum. Gerade wollte ich sagen. Ja, Mann. Das ist nicht direkt gerafft, hast du wohl. Ich bin ein Kind, Alter. Du Bastard. Und hier ist die nächste Emoji-Kombination für den Songtitel von dir. Wake me up. Wake me up inside. Can't wake up. Wake me up inside. Ist es das? Nein. Gerade. Aber guck mal, jetzt verstehst du so langsam, dass wenn so ein blonder Spasti da ist und den Pfeil zeigt, dann bin ich das. Can't wake me up. Aber das kennt Kent dabei. Nein. Aber du kennst es aber, oder? Also, der Wecker steht jetzt bestimmt für Wake me up, weck mich auf. Ja, vielleicht. Und up steht ja da, also muss es Englisch sein. Vielleicht. Doch, up heißt einfach. Ne? Also ist auf jeden Fall auch me, das heißt nur der Wecker. Was könnte der Wecker sein? Den könnte man noch anders interpretieren. Also me up auf jeden Fall. Mhm. Und wofür steht der Wecker? Ja, nur für wake, oder? Was? Ja. Habt ihr gesagt, wake me up. Welches? Weißt du, wie viele wake me ups gibt? Die wollen alle aufgeweckt werden. Wake me up von Tyler and LaBeouf. Nee. Okay, nächste. Nein, was ist denn? Von wem? Kann ich mir den Interpreten sagen? Ich weiß es nicht, Mann. Hopp nicht, denk mal nach. Vorhin gesagt, wann muss man den Interpreten sagen? Also, du weißt ja gar nicht, welches Wake Me Up ist. Du hast mir euch gesagt, wer der Interpret von O Tannenbaum ist. Various Artists. Ja, wer ist es? Ich hab keinen Plan. Hey, du weißt doch, du kannst doch keinen Punkt kriegen, wenn du kannst, ich kann doch nicht sagen, dass es richtig ist, wenn du nicht mal weißt, welcher Song es ist. Du weißt ungefähr, wie der heißt, aber du weißt genau, wie der heißt, aber du weißt nicht, welcher Song es ist. Da kann ich das leider nicht vergelten. Ich komm nicht drauf, sag mir von wem. Avicii. Oh Gott, ich kenne bei diesen ganzen EDM- und House-Liedern nie die Titel. Echt nicht? Nie. Da, zack, hast du. Das ist ein richtiger Burner, das ist richtig ordentlich.
Black man, brown woman, you are the 24, go to sweets. Was? Überleg mal ein bisschen. Da kann man drauf kommen, finde ich. Okay, also vom Gefühl her würde ich sagen, dass das kein Songtitel ist, sondern eine Line aus dem Song. Nee. Ist ein Songtitel. Na, wobei, nee, eigentlich ist eine Line aus dem Song. Ist eine Line aus dem Song? Dann würde ich sagen, Black Man White, Boom, Arrow to the Store, okay. Spielen die ersten beiden Emojis auf die Hautfarbe an oder ist das einfach nur random? Schon auf die Hautfarbe, aber es... Go to the Store? Was ist für ein Store? 24. Ja, der andere ist 24, aber was verkauft der? Candy. Go to the Store to get some candy. Was soll das sein? Black Man White, go to the Store to get some candy. You to the candy shop. Let you lick the lollipop. Das ist. Aber das, die liegt gar nicht, das. Aber das ist Pop. Dunkler Mann, Fitzel. Nimmt braune Frau. Das war's von mir. Das war's von hier. Hey, da kommt man echt nicht drauf. Okay, hier kommt dein letzter Songtitel. Ah, Monocoil. was sagst du dazu? Ich hab verschiedene Hautfarben, den Tod. Ja. Ja. Ich schau mal vor, so Bones MC haut so einen Song raus. Der geht immer so, ich hab verschiedene Hautfarben, bin tot. White, light brown, brown, dark, everybody dead. Ja, Mann. Also auf jeden Fall ich, I. Ja, oder? Ja, nicht unbedingt I. Aber es bezieht sich auf mich. My gang. Da ist. Die sterben aber. My gang dies. Das ist ein trauriger Song. My Gang Dies. Von ich so My Gang Dies und die stimmt gerade. Von Migos. Und du hast nichts Besseres zu tun, als einen Song zu machen, Alter. Das rechts von mir ist nicht meine Gang, sondern das sind meine Freunde. Von dir? Das sind meine Freunde. Achso, von links nochmal. Ja, Leute, das war's mal wieder mit einer spannenden Folge von Kannst du diesen Song am Emoji erraten? Checkt auf jeden Fall auch Sebastians Video aus, der ist unten in der Beschreibung verlinkt. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Es sind übrigens nach wie vor in meinem Merchandise-Store noch Artikel verfügbar. Knapp unter 100, also wenn ihr noch was haben wollt, dann schaut da mal vorbei und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss!